So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet, obwohl das vielleicht gar nicht mehr so besonders ist, weil es jetzt schon wieder 10.000 Jahre her ist, gar nicht mehr im Trend, kein Hahn kräht mehr danach. Trotzdem ist es eigentlich was Besonderes, denn wir testen die Jokolade, ja? Das ist ja richtig speziell, guckt euch das mal an. Hier gibt es 4 Sorten Jokolade. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4. Wieso habe ich die so komisch hingelegt? Ich weiß es nicht. Wir haben einmal hier bei der Nummer 1 weiße Schokolade mit karamellisierten Haselnüssen, Coffee, Biscuits und Beiser. Beisier, keine Ahnung was. Ist wieder sowas ganz Spezielles. Dann haben wir bei der Nummer 2 Milchschokolade, kann man gar nicht lesen, Farbkontrast, mit Banane, Karamell und Biscuits. Dann haben wir bei der Nummer 3 Milchschokolade mit Coffee, Biscuits und Toffee. Kennt ihr noch Coffee? Das Koffein-Shampoo? Nein, das ist egal. Und dann haben wir hier natürlich noch dunkle Schokolade mit Birne, Brownie und karamellisierten Mandeln. Die wollen wir jetzt mal testen, alle 4. Vielleicht können wir es irgendwie noch mal so fürs Thumbnail auf die Hand nehmen. Machen einfach mal den hier und zeigen, wir haben 4 Tafeln Jokolade. Oh mein Gott, sieht das ja mal dumm aus. Egal, fickt einfach Thumbnails mit irgendwas, bastelt da was rein, Marsmenschen oder so, irgendwelche heftigen Sachen. Irgendwie hat das, glaube ich, ja mit Joko und Klaas zu tun, deswegen heißt das, also nur mit Joko, deswegen heißt das Jokolade. Wir gehen jetzt mal direkt zu Nummer 1. Das Besondere hier ist nämlich, dass eine Packung 3 Euro gekostet hat, ungefähr. Und hier steht auch drauf, kann ich überhaupt gar nicht lesen. Together we'll make chocolate 100% a person slave free. Also 100% ohne Sklaverei Schokolade, so irgendwie so, keine Ahnung. Steht da überall jetzt das gleiche hinten drauf? Es sieht so aus, das heißt, wir können euch einmal kurz diesen Text vorlesen. Stück für Stück Glück. Stück für Stück Glück, Jokolade. Was sich wie ein witziges Wortspiel anhört, ist in Wirklichkeit ein ernstes und mir sehr wichtiges Unterfangen. Denn selbst in diesem Jahr wird Kakao in Westafrika noch größtenteils unter unwürdigen Bedingungen produziert. Unwürdig bedeutet moderne Sklaverei und Kinderarbeit. Ja, richtig gelesen. Mit Jokolade will ich gemeinsam mit dir einen Teil dazu beitragen, dass das aufhört. Aus diesem Grund habe ich nichts dem Zufall überlassen und bin stolzer Partner der Tony's Open Chain, einer der transparentesten Arten, Kakao zu handeln. Die genauen Hintergründe findest du auf jokolade.de. Und wenn du uns unterstützen willst, erzähl es weiter. Hier ist auch noch eine Unterschrift von Joko. Und ja, dann würde ich sagen, probieren wir mal die erste. Weiße Schokolade, karamellisierte Haselnüsse, Coffee Biscuits und Beiser bei Beisier. Weiße Schokolade finde ich besonders sehr gut. Das ist immer so, das spalten sich natürlich wieder die Leute. Ja? Die spalten sich so in der Mitte. Guck mal, die ist auch grün inne drin. Sieht ganz vernünftig aus. Manche sagen, weiße Schokolade ist einfach keine richtige Schokolade, das muss weg. Andere sagen, sie essen lieber weiße Schokolade als die braune Schokolade, dann kommen sie sich irgendwie gesünder vor. Jetzt muss ich hier mal nur einen Zettel aufreißen, obwohl das ja eigentlich so drüber bleiben müsste. Ach, das sind Riegel. Hier, so sieht das dann aus. Das sind alles im Prinzip Riegel, Schokoladenriegel, wo man sich einfach einen abbrechen kann und kann den probieren. Legen wir mal hin. Das wird mir bestimmt gleich wieder alles komplett in Zahn. Haselnüsse, Kaffee, Biscuits, Beiser. Irgendwie schmeckt es für mich ganz normal wie weiße Schokolade. Von dem Rest merke ich irgendwie gar nichts. Also holen wir mal die nächste. Die lese ich euch auch gleich vor. Die ist jetzt innen drin lila und außen grün. Die war ja pink.
und innen drin grün. Also im Prinzip das, was hier drauf ist, ist innen drin. Und der Rest seht ihr ja. Immer genau diese zwei Kombinationen so vereint. Sieht auf jeden Fall schön bunt und farbenprächtig aus. Wir werden auch hier von dieser einfach mal ein Stück abreißen. Nur ich kann gleich sagen, was das ist. Ich bin jetzt nicht der größte Schokoladenfan, ja. Muss ich nochmal dazu sagen. Jetzt habt ihr hier ein Schokoladenriegel. Sieht auf jeden Fall besonders aus. 3 Euro faire Bedingungen, dann kauft doch am besten gar keine Schokolade, dass gar keine Schokolade mehr hergestellt wird und das alles aufhört, anstatt teure Schokolade zu kaufen. Das ist Milchschokolade mit Banane, Karamell und Biscuits. Rosa, grün, rosa. Also man merkt einen ganz leichten bananigen Geschmack, aber ich glaube, da esse ich lieber, da trinke ich lieber einen Bananenmilchshake, irgendwas. Diese Bananenschokolade schmeckt nach irgendwas, ein bisschen Richtung Banane, aber so richtig Bananengeschmack, ja. Bisschen gekünstelt, irgendwas so. Ich glaube, da fand ich die weiße besser, weil die war einfach irgendwie neutral. Ja, das nächste wieder auch. Das ist jetzt hier wieder Milch, Schokolade mit Coffee, Biscuits und Toffee. Also ich mag ja eigentlich, Merci, esse ich zum Beispiel nie, außer diese Kaffeesahnenote, die da drin ist. Mal gucken, ob die auch so eine Coffee, Biscuit, Toffee-Note, ob das überzeugen kann. Ist auf jeden Fall innen drin sehr knusprig, sehr crispy. Diese Biscuits, Keks, Zeug, Sachen. Merkst du da beim Essen? Du hast auch eine ganz leichte Kaffeenote. Aber irgendwie ist das so extrem wuchtig. Da esse ich lieber so ein kleines Merci-Täfelchen als so ein Riegel. Der haut einfach vollkommen rein. Ich habe jetzt schon Bauchschmerzen. So viel Schokolade esse ich sonst nie. Geschmacklich aber trotzdem in Ordnung. Ich finde, glaube ich, auch besser als das Banane. Das Banane ist trotzdem sehr gewöhnungsbedürftig. Für das, was draufsteht, erfüllt es auf jeden Fall seinen Zweck. Ja, wie gesagt, die Weiße hat irgendwie noch, nur nach weiße Schokolade geschmeckt. Jetzt haben wir genau noch eins übrig. Und das ist hier der dunkle Riegel. Komplett dunkel, weil das ist dunkle Schokolade. Mit Birne, Brownie und karamellisierten Mandeln. Birne, Brownie und karamellisierten Mandeln. Mhm. Das schmeckt ein bisschen herb. Dunkle Schokolade ist normalerweise gar nicht meins. Soll aber gut gegen Durchfall helfen oder irgendwas. Da sind, glaube ich, irgendwie so ein paar Fruchtstückchen, Birne, was mit drin. Hier ist nämlich irgendwas Schleimiges kurz gewesen. Ich habe so einen kurzen Birnengeschmack gehabt. Ich habe erst gedacht, ich beiße auf irgendeine Rum- oder Schnapspraline. Das hat plötzlich so einen komischen Geschmack gehabt. Haut natürlich auch wieder komplett rein. Alter, mega wuchtig, wenn du nur einen so einen Riegel isst davon.
was ich gerade noch gesehen habe hier drin, ist in der Mitte immer ein so ein Bild. Und da steht auch dabei, Bild Nummer 4 von 4 zum Sammeln und Aufhängen. Ich habe also da verschiedene Bilder drin, die ihr aufhängen könnt, die ihr sammeln könnt. Also richtig viel Spielerei bei der Packung, richtig viel gemacht, richtig viel Schrift innen, außen. Die Riegel richtig fett, richtig wuchtig. Für jeden Schokoladeliebhaber an sich wird das bestimmt das Richtige sein. Mir ist es alles zu wuchtig. Weiße geht, aber ich glaube, wenn ich mir so eine günstige Weiße kaufen würde, da wäre mir jetzt nicht so schlecht. Aber ist ja natürlich nicht schön, ist ja nicht gesund, ist ja nicht artgerecht. Seid ihr Schokoladenfans, ja oder nein? Der Preis, ihr wisst natürlich, warum die so teuer ist. Ein Zeichen ist gesetzt. Ich finde das ja auch ganz cool, was da alles dahinter steht. Es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Aktion. Auch wenn es jetzt vielleicht nicht mehr komplett aktuell ist, obwohl das sollte immer aktuell sein. Ich esse sowieso kaum Schokolade. Deswegen kontrolliert ihr mal euren Schokoladenhaushalt. Vielleicht steigt ihr ja um, wenn ihr sagt, das ist es mir wert, eine richtig gute Schokolade auch mit ruhigem Gewissen zu essen. Dann probiert die mal. Die wird euch sicherlich schmecken, die wird euch sicherlich umhauen. Wenn ihr dann noch bereit seid, den Preis zu zahlen, dann ist doch alles richtig gemacht. Das war es jetzt trotzdem von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal was Richtiges essen. Das ist das Erste, was ich heute gegessen habe. Es ist schon gleich 17 Uhr, ich fall gleich um. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und habt ihr die schon mal probiert?